herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen 1945 und Tennis Borussia Berlin, wo 583 zahlende Zuschauer den Stand 2:1. Zu meiner Linken begrüße ich sehr herzlich unseren Gästetrainer Kemal Yildiz und zu meiner Rechten unseren Trainer Uwe Lehmann. Wir bitten jetzt beide Trainer darum, ihre Sicht der Dinge zum Spiel darzulegen und möchten damit unseren Gästetrainer beginnen. Jo, hallo erstmal alle Anwesenden zum Spiel heute. Also wir wussten ja, dass Lichtenberg, ich sag mal, Tabellenführer der Rückrunde ist. Deswegen wollten wir erstmal defensiv spielen. Erstmal so lange wie möglich die Null halten. Dann sind wir ins Spiel gegangen und haben zwei sehr schlechte Stellungsfehler oder individuelle Fehler gemacht, wo Lichtenberg in Führung gehen konnte, haben sie leider zum Zusammenglück nicht genutzt. Dann haben wir das Spiel ein bisschen ausgeglichen gehabt, dann kam ein langer Ball, wo unser Innenverteidiger damals die Situation nicht gut einschätzt. Insgesamt war es für mich in der ersten Halbzeit auch ein Spiel, wo viele einfache Fehler auch gemacht wurden, für das Niveau der beiden Mannschaften. Dann wollten wir in der zweiten Halbzeit eben wieder ein Erfolgserlebnis, was zurzeit uns einfach auch nicht glücken mag. Also nach dem Spiel im Malcho ist bei uns ein bisschen damals die Luft raus, dass wir die Hoffnung eben verloren haben, um wieder anzugreifen. Und da ist es immer wichtig, mal Erfolgsmomente zu haben als erste Mannschaft. Das fehlt uns ein bisschen. Und in der zweiten Halbzeit wollten wir das jetzt irgendwie liegen. Aber da hat es Lichtenberg auch die Ruhe gehabt, eben dann nochmal das 2:0 zu machen. Da kam das 2:1 einfach zu spät. Und so im Großen und Ganzen war das Ergebnis auch ein knappes, aber verdientes Erfolg für Lichtenberg. Vielen Dank. Und jetzt unser Trainer Uwe Lehmann. Ja, bin grundlegend erstmal bei den Kollegen von der Einschätzung. Ich glaube, wir waren sehr, sehr gut im Spiel. Wir sind in den ersten 5 Minuten, glaube ich, sofort in Führung gegen 2 oder 3 hundertprozentige Torchancen. Ja, haben dann auch aufgrund natürlich des Rasens, der immer noch relativ schwierig zu bespielen ist, uns ähnlich verhalten wie in den letzten Wochen, was uns stark gemacht hat, keine Räume angeboten, nicht umgeschalten. Sind natürlich aktuell in Persona zum Beispiel von Thomas Brechner in einer sehr, sehr guten Verfassung. Der Kollege hat es gesagt, erste Tor, klar, Stellungsfehler vom Innenverteidiger, aber er machte natürlich auch Brustannahme, Dropkick aus der Drehung. Da sind wir aktuell sehr glücklich, dass Thomas den Lauf hat. Und zweite Halbzeit, denke ich, müssen wir das dritte Tor machen. 2-3 Mal klar durch, dann ist dann auch schon vorbei. So richtig ins Ganze sind wir nicht gekommen. Auch mit dem Anschlusstreffer nicht. Freuen uns, dass wir das Spiel gewonnen haben. Nächste Woche dann ja, bei Lüdersdorf, die Bären stark auch aktuell sind. Freuen uns heute über den Heimsieg, werden wir auch genießen und Kollegen alles Gute wünschen für die Rückrunde, schwierige Situation, die sich damit ein bisschen befassen, wissen das. Und als fairer Kollege kann ich mir das vorstellen, wie schwierig das dann ist. Am Ende muss es immer weitergehen, Kopf nach oben. Vielen Dank für alle, die da waren. Ich glaube, der Rahmen war auch ganz nett heute. Wie viel war da? 583. Super, insofern können wir da auch stolz drauf sein. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Dem scheint nicht so zu sein. Dann habe ich noch ein paar Ergebnisse. Ein Klinike führt gegen Strausberg 4:1. Anker Wismar gewinnt 2:0 gegen Grün-Weiß Brieselang. Und Germania Schöneich und Mecklenburg Schwerin. Das erste Halbzeitergebnis steht 1:1. Damit danke ich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche allen ein wunderschönes Wochenende und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Danke.